Hallo zusammen, ich hätte hier noch eine kleine Geschichte vom letzten Bundesligaspieltag der ISPA-Gruppe Nord. Vierte Serie, also die Konzentration war nach 7,5 Stunden Skat vielleicht schon ein wenig abgesunken und das erklärt, warum diese Partie auch so gut in die Jahreszeit passt zum Thema Geschenke, Geschenke, Geschenke. Nun ist beim Skat natürlich fast immer Weihnachtszeit. Es gibt regelmäßig viele Geschenke, die zu verteilen sind. Trotzdem, das eine oder andere Spiel bleibt einem dann mehr im Gedächtnis als andere. So, in dem Fall saß ich hier in Mittelhand mit dieser unauffälligen Karte. Weiß gar nicht, ob ich noch 18 gerufen habe oder nicht. Vorhand hat jedenfalls gehalten und das Spiel bekommen und hat Kreuz angesagt. Das Spiel ging los mit Karo Bube, von mir der Herzbube, von meinem Partner der Trumpfkönig. Sieht also schon so ein bisschen so aus, als ob der Alleinspieler beide Trumpfvollen hat, aber es sieht irgendwie auch so ein bisschen aus, als ob mein Partner vielleicht 4 Trumpf dagegen haben könnte, als ob das nicht unbedingt ein 7-Trümpfer ist. Und dann bin ich ja mit nur diesem einen Trumpf eben und noch 2 Vollen, die ich habe, ein Stück weit schon optimistisch, dass da was gehen kann. Wie setze ich jetzt das Spiel fort? Pik war mir einfach zu lang, hatte ich ein bisschen auch Sorge, dass mein Partner vielleicht gar keinen Pik hat und dass ich es da mit dem Alleinspieler sehr leicht mache. Herz wollte ich auch noch nicht in diesen ungeklärten Ass-Drilling reinfassen, weil man da natürlich gegebenenfalls schön auf die 10 schnippeln kann. Also habe ich mich hier entschieden, langer Weg, kurze Farbe, den Karo König rauszuspielen. Ja, muss auch nicht immer richtig sein, aber letztlich ist das hier in der Spieleröffnung ein Stück weit Ratespiel. Es geht einfach darum, eine möglichst gute Chance zu treffen. Und das ist hier auch dann erstmal nicht so schlecht ausgegangen. 18 Augen für uns, Ass bei meinem Partner, Dame vom Alleinspieler, 26, Karo Lusche hinterher. Hat der Spieler jetzt die 10 etwa oben? Nein, hat er nicht. Er muss stechen, von daher habe ich wunderbar getroffen. Spieler kam mit einer Trumpflusche. So, und jetzt denke ich mir, das Spiel wird wohl nicht so schwach sein, dass er bei 6 Trumpf nicht mal ein Ass an der Seite hat. Das habe ich ihm nicht zugetraut, war auch eher ein defensiver Spieler. Also denke ich, komm, mach das mein Partner gleich ganz leicht, zeige ich ihm direkt, was los ist. Herz Ass einfach rein. Mein Partner die Trumpf Dame, 40 Augen. Und der spielt ja jetzt erstmal den 7. Karo. Ja, Alleinspieler sieht, oh, sitzt richtig dusselig dagegen. Ne? Dann hat er an sich wenig Chancen gegen diese 4 Trumpf und schmeißt jetzt hier Pik Lusche ab, hofft vielleicht, dass Pik 10 wenigstens noch vor ihm sitzt bei dem Spieler mit den Trümpfen, dass er an die Pik 10 rankommt, an sich seine letzte Chance. Und ich sehe natürlich an der Pik Lusche, dass ich es mit dem Herz Ass genau richtig gemacht habe, dass er dann offenbar nur noch Pik im Beiblatt hat. Kann jetzt hier wunderbar die Pik 10 reinhauen, 50 Augen. Und mein Partner, der im Übrigen gar keinen Pik hat, setzt jetzt mit Herz fort, logischerweise. Alleinspieler weiß natürlich noch nicht, dass Pik frei ist, hat auch sowieso vielleicht wenig andere Chancen, wirft seine nächste Pik Lusche ab. Ich den Herzkönig, 54 Augen und natürlich sehe ich jetzt, oh, Pik Ass ist blank, mein Partner hat noch Trumpf. Ganz natürliche Karte, ohne groß zu überlegen. Ich stelle schnell den Pik König auf den Tisch und dann kommt das Unglück. Mein Partner hat irgendwie nicht aufgepasst, hat plötzlich eine andere Idee und sticht einfach meinen Pik König nicht. Der Alleinspieler schnauft einmal durch, muss ja das Pik Ass sowieso liegen. Ich lege den Stich hier einmal oben zur Seite, dass wir den gleich noch sehen können. Zieht Kreuz Bube, zieht Trumpf Lusche von mir, Pik Dame von meinem Partner, Pik Bube 59 und der letzte Stich geht noch an den Alleinspieler, der sein Glück jetzt irgendwo gar nicht fassen konnte. Letztlich hatte er natürlich ein Riesenspiel. Beide Trumpfvollen, 6 Trümpfe, 20 Augen im Keller und ein Seitenass. Aber er spielt halt tatsächlich gegen eine Extremverteilung mit 4 Trümpfen und Farbe frei. Zusätzlich wurde direkt sein blankes Bild mit 18 Augen getroffen. Also eigentlich kann er das Spiel nicht gewinnen. Mein Partner hier hat sich auch sofort entschuldigt. Oh, der geht auf mich, habe ich nicht aufgepasst und so weiter und so fort. Fand ich groß, dass er das macht. Viele sind da ja eher ein bisschen zurückhaltend, ihren eigenen Fehler gleich so offen zuzugeben. Also das war großer deutscher Skat, sage ich mal. Aber ich kam natürlich auch nicht umhin, mir selber eine relativ beträchtliche Mitschuld zu geben. Und die liegt selbstverständlich, wenn wir jetzt hier nochmal 3 Stiche zurückgehen.
in diesem Stich. Ich war also hier gerade rangekommen mit dem Herz König auf 54. Und logisch, es ist ja so eine naheliegende Karte hier, dieser Pik König. Macht es dem Partner eigentlich leicht, dass er da stechen muss, dass er da stechen kann, dass natürlich das Ass kommt. Aber trotzdem ist es hier natürlich nicht die korrekte Karte. Es ist, wenn man genau es betrachtet, die einzige Karte von Vieren, mit dem der Alleinspieler noch eine Chance hat. Wenn ich eben nämlich einfach mal damit rechne, dass mein Partner vielleicht auch diese Unkonzentriertheit an den Tag legt, dass er diese Karte nicht sticht. Mit jeder anderen Karte gewinnen wir das Spiel, auch wenn mein Partner hier den Fehler macht. Wir bekommen immer entweder das Pik Ass, wenn ich etwa die Herz Lusche spiele, oder wir bekommen mindestens noch 6 Augen mit dem König, wenn ich ihm hier nicht den König aufgebe. Und deswegen, auch wenn dieser Pik König wahrscheinlich in 98% der Fälle immer zum Spielgewinn führt, ist jetzt eben einer dieser 2% Fälle gewesen, wo es nicht geklappt hat. Und deswegen ist das natürlich ein Fehler. Ich läster ja gern mal darüber, wenn jemand aus den letzten 4 oder 5 Karten die einzige Karte trifft, mit der ein Spiel nicht zu gewinnen ist. Jetzt ist es hier im Affekt, in der Eile, im ganz natürlichen Zugfolge mir auch wieder passiert, und deswegen niemals glauben, dass man selber beim Skat schon alles richtig macht. Gerade der Führungsspieler, der glaubt, er ist ein bisschen besser als die anderen, oder der den Anspruch hat, so wie ich in dem Fall, dem darf hier so ein Lapsus nicht passieren. Hier muss natürlich eine sichere Karte gespielt werden. Pik Dame hätte es ja auch getan. Und wenn mein Partner dann eben schläft und träumt, dann kommen wir mit dem König immer noch auf 60. Also Geschenke, 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 und nochmal, Alleinspieler hat sich riesig gefreut. Für mich gab es auch gleich die Quittung, und für meine Mannschaft, es lief in der Serie überhaupt nichts zusammen. Ich ein Katastrophenergebnis, der Rest der Mannschaft allerdings auch 0 zu 6 Punkte. So kann es gehen beim Skat. Und ja, dann denke ich mal, es ist gerade die Weihnachtszeit eine gute Zeit, Skat zu spielen. Und wer noch mehr Weihnachten, noch mehr Geschenke rund ums Jahr haben möchte, der spielt am besten immer Skat. Denn da sind diese Sachen an der Tagesordnung. Ich denke, ich komme demnächst mit einem weiteren kleinen Geschenk, und reicht mir gerne auch mal eure interessantesten Spiele der letzten Wochen ein. Vielleicht bastel ich da dann auch noch mal ein Video draus. Dann wünsche ich euch noch eine frohe Vorweihnachtszeit, schönen vierten Advent, und wie immer, gut Blatt.